am Glockengeläut lässt sich erkennen, die Christen rufen zum Gebet. Das scheint jetzt die evangelische Kirche zu sein. In Walderstadt fast nebeneinander. Ökumenisch könnte man meinen, aber da sind wir weit von entfernt. Aber darum geht es hier nicht. Ich habe ja das große Glück des ersten Rentnerjahres darin empfunden, dass ich im richtigen Moment eine Wiese oder zwei pachten konnte, wo ich mich fast täglich hinbegeben hatte, um mich körperlich zu ertüchtigen. Und große Äste reiße ich nicht mehr raus. Bäume fällen auch nicht mehr so, aber eins am anderen. Es geht bloß darum, dass man einmal am Tag sich in die Natur begibt. So ist mein Lebenslauf. Das war mein Hauptproblem, dass ich Kontakt zur Natur vernachlässigt hatte. Das möchte ich jetzt weiterhin pflegen, solange es geht. Und wir werden sicherlich heute noch Verwandtschaften besuchen, wo viele Enkelkinder sind, die hier auch schon runtergerutscht sind. Sehe ich gerade da oben. Ja. Die besuchen wir heute.